Hey Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video auf dem Kanal, nehme ich an bei das Islands Video. Und heute zeige ich das neueste Update in Islands, nämlich das zweijährige Anniversary von Islands hier auf meinem Kanal. Und dazu noch ein neues, krasses Update, was ein bisschen komisch ist, aber darauf gehe ich dann gleich ein. So, was ist eigentlich das zweijährige Anniversary Update? Ganz einfach, nämlich wir bekommen jetzt wieder einen neuen saftigen Kuchen. Und der ist wesentlich größer als der alte Kuchen, den wir damals hatten, auf jeden Fall zum einjährigen Jubiläum zu Islands. Und dieser Kuchen hier, der ist ganz einfach zu bekommen, wie letztes Jahr, wie bei dem ersten Jahr Kuchen, nämlich, dass einfach Talia auf eure Insel kommt, ihr müsst mit ihr reden und dann habt ihr schon diesen Kuchen. Aber Leute, das ist natürlich noch nicht alles, was es so vom Update gibt. Aber wenn ich kurz zum Kuchen noch sagen kann, das Einzige, was ein bisschen stört, ehrlich gesagt, ist eigentlich, dass diese Zahl einfach nicht leuchtet. So, ich weiß, ja, es soll sicherlich darstellen, dass das oben da die Fackel sein soll, aber ich habe es noch ein bisschen gefallen, wenn die auch, so wie die hier, eins so geleuchtet hätte. Und ich glaube, ich sehe so, die macht sogar Partikel ein bisschen, ne? So ein paar Glitzerpartikel hier, das macht die andere nicht. Das ist jetzt nicht so tragisch. Zum Tragischen kommen wir später noch. Aber wir gehen einmal kurz auch nochmal in die Hub rein, denn da wurde auch noch was geändert. So, wir sind jetzt hier in der Hub, in einem, seht schon, die Hub hat sich schon wieder verändert. Ja, ich weiß nicht, warum man das jetzt so oft macht seit Neuestem, dass man dauernd die Lobby ändert, aber auf jeden Fall, sie wird anscheinend sehr oft geändert, wie wir sehen können. Und wir sehen auf jeden Fall hier ganz viele tolle Ballons wegen dem neuen Update hier. Und wir sehen hier schon 2 Jahre Anniversary, also 2 Jahre schon Islands hier als Geburtstag. Und wir sehen, ja, das ist schon cool. Hier überall so ein bisschen dekorativ verkleidet. Und dazu muss man auch noch sagen, es leckt hier irgendwie gerade sehr krass. Ich weiß nicht, ob es gerade dann liegt, dass wir auf dem VIP-Server sind, aber es leckt gerade irgendwie ein bisschen komischerweise. Aber hier hinten, hier sind jetzt auch jetzt die ganzen Sachen. Wir können mal kurz ein bisschen gucken gemeinsam. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier richtig schon einen fetten Berg wieder. Aber ich vermisse hier irgendwie ein bisschen die, wie ich schon den Berg habe, die Burg. Und hier haben wir dann auf einmal seit Neuestem auch alle wieder im Kreis. Das war ja so ein Ding, was ja ein bisschen nervig war, dass sie alle so verstreut waren auf der ganzen Karte. Vielleicht war auch das der Hintergrund, dass sie ja die ein bisschen wieder mehr zusammenbringen auf der Karte. Dann hier hinten, wie gesagt, die Floristen und Melody. Melody steckt mir voll fett im Boden fest, kein Plan warum. Und dann einmal hier noch Talia. Die hat dann aber, glaube ich, jetzt die, ich weiß nicht, wie viele Scheune jetzt wieder noch eine neue bekommen. Auf jeden Fall hat Talia jetzt hier auch wieder eine neue Scheune. Und wenn wir kurz hier hinten langlaufen, dann sehen wir auf jeden Fall hier in der Ecke, haben wir hier eine kleine Angelstelle. Und die zieht sie bis nach da hinten durch sogar. Aber wenn wir geradeaus weiter hier laufen, hier den Weg entlang, dann sehen wir nicht nur von ganz tollen Blumenfeldern, sehen wir nämlich hier auch einen Wüstenpark. Und seht schon, die Atmosphäre ändert sich sogar. Das heißt, wie gesagt, wir haben jetzt auch hier richtige, ja, Desert-Vibes sogar in der Main-Lobby. Und wenn wir kurz hier hochgehen und dann mal kurz hier wieder das Gebiet verlassen, dann geht es hier in die Richtung weiter. Wie gesagt, warum ich es gemacht habe und warum so viel Platz eigentlich, ist mir immer noch fraglich. Aber man kann auf jeden Fall, das ist mir eingefallen, man kann auch Sandstone jetzt schon in der jetzigen Welt farmen. Das ist sehr interessant. Das kann man ja davon nicht, davon muss man ja eigentlich halt in die Desert-Welt. Aber zu den ganzen Welten Sachen, da kommen wir später nochmal zu, weil da wird es gleich nochmal richtig kritisch nachher. Aber wie gesagt, einfach dranbleiben. Und wir sehen hier, wie gesagt, hier ist absolut nichts. Ich hoffe mal, hier kommt noch irgendwas, weil ich fände es ein bisschen schade, wenn das wirklich so groß wäre hier, flächenmäßig, aber dann nichts wäre. Und dann hier hinten, das finde ich, muss ich sagen, das finde ich besser als an der alten Lobby oder an der alten Main-Hub. Nämlich hier sind die Boote auch mal wirklich im Wasser. Davor waren sie ja irgendwie so wie Steampunk-mäßig am Schweben über dem Wasser oder über der Insel so, über dem Nichts. Hier, wie gesagt, schwimmen sie wirklich dann auch im Wasser. Das finde ich gut, das gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und dann haben wir auch natürlich, wie wir gerade hier sehen, ganz, 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 ganz viele Fische. Wir können mal kurz abtauchen hier in die Unterwasserwelt. Da sehen wir auch hier, das Aquamarin ist jetzt wesentlich, ja, schneller zu finden auf jeden Fall. Warum das da fliegt, weiß ich nicht, aber wir beobachten das jetzt noch nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall schon, hier geht echt, hier ist sehr viel Platz. Hier kann man auf jeden Fall easy Aquamarin farmen jetzt. Oder Clay, was man auch immer haben will. Also nicht mehr so eine, ja, kleine Mulde oder kleine Ecke wie davor. Und wie gesagt, war ich richtig feier, dass jetzt auch immer hier die Boote wirklich auf dem Wasser sind und jetzt nicht irgendwie halbwegs am Schweben sind. Das Einzige, was ich mich nur gefragt habe eigentlich bei Islands jetzt hier, ist dieser Wald da hinten. Das Ding ist, dass dieser Wald, der da eigentlich ist, ist da eigentlich der, ja, Spirit-Wald. Aber es gibt keinen Wald, wo so richtig Bäume sind. Und wenn wir mal kurz da irgendwie hinkommen würden irgendwie, dann könnte man sich das noch genauer angucken. Aber wir sehen auf jeden Fall, das ist auch nicht hier die Insel, wo das hier, das ist genau das hier, meine ich. Das ist nicht die Insel, das ist auch nicht die Boss-Island. Das ist anscheinend irgendeine neue Insel, die anscheinend uns bald erwarten wird. Also anscheinend bekommen wir bald eine neue, krasse Insel. Und dann haben wir gerade hier nochmal die ganzen Sachen, die Berge hier. Wir können kurz in den Berg reingehen. Das ist auch so ein Minenstollen, finde ich mega cool. Das sieht auch richtig cool aus, meiner Meinung nach. Das hänge ich mal hier so ein Minenstollen einfach in der Lobby haben. Okay, das haben wir noch nicht gesehen. Wir haben sogar Eisen, das überirdisch hängt. Sieht nicht so geil aus, wenn man nachdenkt, aber
auf jeden Fall mal was Neues, muss ich sagen. Ne? Das ist ja was komplett was Neues, wo wir Eisen auch von oben abbauen müssen oder Rohstoffe von oben abbauen müssen. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, wie gesagt, das ist hier auf jeden Fall sehr cool gemacht. Hier sind wir auch, dann kriegen wir noch die anderen Rohstoffe. Diese Mine ist schon sehr groß, aber mir gefällt das Konzept jetzt hier, dass man ein bisschen so versucht, ein bisschen kreativer zu werden, dass man auch mal die Sachen von oben abbauen muss. Aber hier hinten seht ihr, da ist schon Ende Gelände. Ja, wir sind jetzt zu Hause. Und das Ding ist, was macht man, wenn man von zu Hause ganz schnell woanders hin will? Richtig, man nutzt seine Portale. Und ihr seht ja hier, ich bin ein fleißiger Besitzer von vielen tollen Portalen, außer von einem. Und zum Beispiel, wir kennen sie ja hier, das sind ja die ganzen Portale plus das eine spezielle Portal. Und das kostet ja auch schon manchmal sehr viele Ressourcen, jedenfalls diese, ja, Desert-Portal-Sheds, die sind meistens am teuersten. Oder zum Beispiel hier diese Fragmentsachen für das Mystical Portal, das uns dann, wie gesagt, dann so zur Unterwelt bringt. Aber Leute, ich muss leider sagen, und ich muss euch leider eventuell die Grinder unter euch ein bisschen enttäuschen. Für die, die alle hardcore-mäßig das Mystery Portal gefarmt haben, ja, die müssen sich gefasst machen, denn es gibt jetzt ein neues Portal. Und dieses neue Portal können wir auch ganz einfach kriegen, nämlich das der Teleporter Pad. Place on your islands and unlock teleport access to islands using craftable teleport orbs. Und dafür brauchen wir 20 Eisen, 10 Steel Ingots und 30 Aquamarine Shards. Und ihr denkt euch natürlich, okay Faust, aber was kann das Teil eigentlich jetzt? Nämlich, man kann sich hier so ein paar Orbs bauen. Und wir sehen hier, wie kann man viele Orbs sich bauen. Und wenn ihr mal genau in den Lamis gesagt hier hinguckt, dann seht ihr Slime Islands Orb. Und da steht, place into Teleporter Pad to unlock the Teleporter Access to Slime Island. Und diese Slime Orbs sagen schon, dass man Access to the Slime Islands hat. Und Leute, wisst ihr, was das heißt? Die ganzen Portale, die wir gefarmt haben, sind komplett useless. Weil, jetzt haltet euch fest. Ich sag mal so, Slime Island Portal ist jetzt nicht zu krass. Es ist schon was Cooles. Aber was sehr, ich sag mal so, fatal ist, ist zum Beispiel das Underworld Orb Portal oder so. Denn dafür braucht man halt Opale und Inferno Fishes. Und wir sind mal ganz ehrlich, diese Sachen bekommen wir so einfach in Islands. Es ist kein Problem, da ranzukommen. Und das Ding ist, und das zeige ich euch jetzt mal kurz, wenn ihr, by the way, es gibt noch zu den anderen Inseln auch noch Portale. Zum Beispiel zur Herbstinsel oder auch zur Inseln, die wir kein Portal hatten. Aber ihr seht schon hier, ich habe jetzt hier mal ein paar Orbs ausgewählt und ihr seht hier schon, hier ist Diamond Islands, Underworld Islands, Pirate Island, Wizard Island und Slime Island drauf. Und das Ding ist, man muss einfach nur F drücken und ihr seht schon, ich kann zum Beispiel sagen, ich will jetzt hier nicht auf Slime Island irgendwie hingrinden, ich will auf die Spirit Island. Das heißt, wir packen diesen Orb rein und bumm, badum, da ist schon die Spirit Island. Und um das zu zeigen, dass das komplett wieder funktioniert und damit euer Grind-Faktor komplett zerstört wurde, zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, wir gehen hier drauf, gehen mal kurz auf die Underworld Island und zack, wir sind in der Underworld Island. Und das ist schon die Underworld Island, wie gesagt. Wer sie kennt, der weiß, wovon ich rede. Und ihr seht auch jetzt hier überall an den Spawnern ist nochmal ein anderer Spawner. Der ist dann so gesehen ein kompakter Teleport-Spawner, wenn ihr diese Sachen geunlockt habt auf eurer Insel. Aber ihr merkt schon, das macht gar keinen Sinn. Und warum das keinen Sinn macht, das habe ich nachgefragt und ich blende es nochmal kurz hier ein. Nämlich, Brian hat folgendermaßen gesagt, angeblich soll es heißen, dass es ein ganz großes Mess ist, also ein ganz großes Durcheinander, wenn man so viele Portale hat anscheinend. Ich weiß nicht wie genau, aber ich sag's mal jetzt so. Und deswegen haben sie gesagt, ein einziges Portal gemacht und das ist dann dies hier. Wie gesagt, ob die Preise dann von diesem Portal an sich noch sinken werden, weil sie halt so gesehen nur noch Deko sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, diese Portale sind jetzt die neuen Portale und ich finde das, ja, also es ist cool. Man kann sie jetzt zur Spirit Island teleportieren. Das konnte man früher nicht und das macht es auf jeden Fall wesentlich ein bisschen interessanter. Aber ob der Grind-Faktor jetzt ein bisschen kaputt gegangen ist, am meisten auch das Underworld-Portal, ich weiß ja nicht. Also die Shops machen ja vieles möglich. Deswegen auf jeden Fall fraglich. So, aber ich würde sagen, das war es erstmal von diesem Video zum Islands-Update. Wie gesagt, können wir einen Kommentar reinschreiben, was ihr eigentlich von diesen neuen Orbs haltet. Meiner Meinung nach, ja, 50-50. 50-50 auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wenn ihr das Video gefallen hat, dann ist ein Daumen nach oben da. Wenn ihr hier Ehemann seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst mal ein Abo auf den Kanal da. Aktiviert die Glocke, deswegen sagt ihr das auf meinem Kanal von Islands auch nicht mehr verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao!